Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wir sind heute wieder in Minecraft und heute gibt es ein weiteres Tutorial. Aber bevor es jetzt losgeht, du hast dich doch bestimmt schon mal gefragt. Du warst doch bestimmt schon mal in dieser Situation. Du hast dir gedacht, ich habe schon in Minecraft ein Auto gebaut, ein Zimmer gebaut, ein Bett gebaut, ein Fernseher gebaut, Boden gebaut, Wände gebaut. Eigentlich gibt's doch gar nichts mehr, was ich bauen kann. Dann habe ich eine Ergänzung für dich. Und zwar, wenn du Minecraft spielst, sitzt du ja höchstwahrscheinlich in deinem Gaming-Zimmer. Dann überleg doch mal, du könntest dein eigenes Gaming-Zimmer in Minecraft nachbauen. Und deswegen zeige ich dir heute, wie du ein solches Gaming-Zimmer in Minecraft bauen kannst. Dafür brauchst du erstmal eine Grundfläche. Und jetzt kommen die Materialien. Ihr braucht dafür glatte Quarzblöcke, schwarze Banner, Eichenholzbretter, Redstone-Blöcke, weiße Teppiche, schwarze Teppiche, eine Kettenhaube, ein Fichtenholzschild, eine Fichtenholztreppe, Kolben, Rüstungsständer und polierte Schwarzsteinknöpfe. Okidoki, legen wir aber auch direkt los. Ihr setzt ein schwarzes Banner, so dass der so schräg ist. Rechts daneben setzt ihr einen, der gerade ist. Daneben setzt ihr einen, der wieder schräg ist. Das ist ein bisschen zu schräg, der wieder so ist. Wenn ihr das habt, geht ihr hin, macht einmal die Beuge mit Shift, wenn ihr das am Computer macht. Diese Beuge. Dann geht ihr an den obersten Block vom Banner, setzt dann hier in die unterste Ecke mit dem Steuerkreuz an und setzt dort einen Teppich. Das macht ihr jetzt bei jedem Banner. Dann sieht das schon mal so aus. Wenn ihr das habt, setzt ihr darum Quarzblöcke. Um genau zu sein, glatte Quarzblöcke. Dann sieht das Ganze schon so aus, als wenn hier drei PC-Monitore stehen würden. Wenn ihr das habt, setzt ihr diesen Block hier. Es gibt ja 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Dann setzt ihr den in der Mitte wieder weg und macht noch einen Block tiefer. Da setzt ihr dann euren schwarzen Teppich rein. Wenn ihr das habt, müsst ihr dort euren Rüstungsständer auf den schwarzen Teppich platzieren. So, zack, das ist fertig. Dem Rüstungsständer müsst ihr dann eure Kettenhaube anziehen, dass das so aussieht. Dann setzt ihr über den Rüstungsständer einen Quarzblock, so dass das so aussieht. Darauf setzt ihr dann euren Pisten. Es müssen nämlich zwei Pistons da sein. Das heißt, ihr setzt einen, der nach unten zeigt, und darüber noch einen. Das geht dann meistens so. Und zack. Wenn ihr das habt, geht ihr hin, setzt einen Redstone-Block, der so ist, und an den unteren Pisten auch ein. Achtung, ihr dürft das nicht so machen, dass ihr zuerst den unteren und dann den oberen aktiviert. Das geht dann meistens schief. So, wenn ihr das habt, reißt ihr die Kolben einfach wieder ab. Zack, und die Redstone-Blöcke auch. Dann sieht das schon mal wie eine Tastatur aus. Das ist doch schon mal prima. Wenn ihr das habt, müsst ihr natürlich auch eine Maus haben, sonst könnt ihr gar kein Minecraft spielen, dann lauft nur geradeaus. Deswegen stellt ihr euch jetzt hier so neben euer Gaming-Setup und setzt einen polierten Schwarzsteinknopf. Das ist sozusagen unsere Maus. Aber jetzt überlegt doch mal, wo soll ich denn überhaupt sitzen? Ich habe hier meinen Gaming-Stuhl am Start, aber ihr braucht ja auch einen. Deswegen lasst ihr einen Block frei und setzt dahinter eine Treppe. Rechts und links an die Treppe packt ihr dann unbeschriftete Schilder. Das war das Tutorial. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns dann wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.